Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei 7 Days to Die. Ich werde gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Und ich wollte ja in dieser Folge mal so anfangen zu bauen. Und das werden wir folgendermaßen machen. Ich glaube, ich muss tatsächlich erstmal diese doofen Woodframes bauen, oder was? Wood Window. Strip Secure Door, okay. Gibt's hier voll die krassen Metallecken, ist ja geil. Torsch. Wood Frame. Ramp Frame, Wood Stairs, Wood Frame. Ah, ich will aber Beton. Ich will irgendwas aus Beton bauen. Betonklötzer. Ich weiß nicht, wie das geht. Betonklötzer, Betonklötzer. Wo könnte das sein? Ein paar Klamotten könnte man sich auch mal machen, wa? Guck mal, ein cooler Hut. Okay. Wobei ich auch Klamotten anhabe. Guck mal hier. Sag mal, ich hatte doch irgendwas gecraftet. Metall oder so. Oh, jetzt kommt jemand. Es kommt Besuch. Es kommt Besuch, mein Gott. Wo sind sie? Wo sind sie? Sie wollen mich fertig machen, das weiß ich doch. Sie haben nichts anderes vor, dabei will ich nur friedlich hier leben. Eins mit der Natur, die nicht vorhanden ist. Keiner. Ich habe sie schreien gehört, eindeutig. So, Mold. So, komm, gib mir mal. Ach so, die waren ja hier. Hier. Ingot Mold, okay. Klapp und dann die Kohle rein. Da ist eben irgendwas vorbeigerannt. Kriegst ja echt einen Schreck hier. So, jetzt haben wir es aber Scrap Iron. Und ich hatte noch mehr, aber das müsste irgendwie wieder verloren gegangen sein. Keine Ahnung. Können wir gleich ein paar Eisenbahnen craften? So, die Konservendosen, die bringen ja jetzt nicht so viel. So. Und dann packen wir das mal rein. Dann mach mal hier, mach mal. So. Okay. Ah, Beton. Warte mal, wir haben noch einen Haufen. Nee, hier war das nicht. Hier haben wir doch irgendwie einen Haufen Kies oder irgend so ein Zeug. Daraus kann man doch, glaube ich, Beton machen, oder? Guck mal hier. Sand und Clay, okay. Und hier. Wir haben gar nichts, um Beton herzustellen, oder wie? Ich habe 100, warte mal. Ich habe hier urs viele von diesen Steinen. Und da kann man doch bestimmt, wenn man die hier so anordnet, irgendwas Schönes draus machen, oder? Ein Campfire? Will ich aber nicht. Es gab doch so eine Steinblockklötze, das weiß ich, habe ich im Wiki gesehen. Ich kenne auch nicht die Tastenbelegung, um das hier so schnapp, schnapp rauszuholen. Das habe ich alles schon gebaut, sagt er, ja. Guck mal hier, sowas. Cobblestone Rock, okay. The Cloth Fragment, okay. Gascan, Gun Power Charge. Ist ja auch cool, ne? Small Stone, okay. Waffen Repair Kit, brauche ich aber nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Habe ich hier schon geguckt? Sniper, das sind alles Waffenzeug, okay. Teilweise. Cooking Pot, okay. Ah, ich. Warte mal. Fence Wire, ach so, okay. Was, da brauchst du nur zwei Stöcker, dann hast du schon so ein Stacheldrahtding? Ist ja billig.
Gardening Hole, Landmine, okay. Sledgehammer. Dünne Landmine, TNT, okay. Iron Bars. Oh, cool. Tja, vielleicht fehlt mir da noch irgendein Rezept für, wie ich Beton herstelle. Warte mal hier, Zement. Okay, da macht er mir nichts. Und Beton. Macht er auch nichts. Zement. Zement. Macht er nicht. Beton macht er auch nicht. Kalk. Okay, dann lass mich ein Woodframe bauen. Hilft dir alles nichts, Woodframe. Machen wir uns erstmal ein paar Bretter und dann machen wir uns ein paar Woodframes. Aber ruhig noch mehr. Oh ja. Wir können ja später das ganze Ding nochmal verstärken, indem wir da... Oh, das ist aber eine Menge. Indem wir da dann später noch eine Betonwand rumbauen. Wenn ich das rausbekommen habe, muss ich wieder im Wiki gucken. Wahrscheinlich sehen wir das Rezept deshalb nicht, weil... So, Woodframe, komm, lass mich doch mal einen ganz simplen Woodframe machen. Im Moment aber nicht, weil hier jemand in der Nähe ist. Cool, wie hell das immer ist. Die Augen sind da immer richtig geblendet und müssen sich erst ans Licht gewöhnen. Okay, den dicken machen wir natürlich mit der Armbrust. Okay, genau zielen und Feuer. Ja, die ist cool, die wird unterschätzt. Also viele Leute nutzen das Ding gar nicht. Oh, wow. Alter. Du hast ja richtig viel gehabt für mich. Wir können auch zwischendurch mal gucken, wie es hier aussieht mit unseren Eisenbahnern. 8 haben wir bekommen, okay. Ja, wir können das Mold erstmal drin lassen, wird ja keiner kaputt machen. Unseren Ofen hoffe ich. Ich weiß das noch. Ne, warte mal. Ah, sind die mir aus der Hand gefallen? Wo sind sie denn? Wo sind denn die? Ey, die sagt nicht, dass sie mich aus. Ach, hier auch. Oh. Das wäre ein Ding, ey. Da sind wir echt ewig unterwegs gewesen. Für das Zeug. So. Oh, da kommt noch einer. Schon wieder hier so weit, ja? Juhu. Ja, die sind halt auch sehr langsam, habe ich halt so eingestellt, ja. So, jetzt haben wir... Bop, bop, bop. Woodframes, immer noch. Der Plan, Woodframes so herzustellen, genau. So und 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 so. So, jetzt machen wir mal ein paar Woodframes hier. Die kann man, soweit ich weiß, dann irgendwie verstärken oder keine Ahnung, was, mal sehen. Oh, die sind aber auch kostenintensiv. So, jetzt gehen wir mal kurz raus. Würde mich mal interessieren, ob jetzt... Ich hatte doch vorhin schon mal was. Okay, die craften also im Hintergrund weiter. So, gucken wir nochmal. Ah, jetzt sind sie fertig. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal ein paar Woodframes setzen.
Und zwar, lass mich überlegen, Häuschen, Häuschen, Häuschen. Jo, lass mal vielleicht hier erstmal einfach nur so eine Mauer machen. So. Mal gucken, dass wir da später noch Fenster reinbauen. So. 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 Ups. Dann will ich mir ja noch so eine... Was ist dein Problem? Warum willst du da kein Woodframe hinbauen? Bin ich zu nah dran? Ah, ich war zu nah dran. So. Oh, wir haben noch einen. Okay, jetzt haben wir hier schon mal diese Woodframes. Und die kann man doch meiner Meinung nach irgendwie verstärken. Dazu braucht man aber diese komische, die jetzt hier natürlich nicht bei ist, wa? Warte mal, doch, hier müssen wir mal gucken. Rechts, das Ding, das Ding. Es war so eine Zange. Sah aus wie eine Zange und die können wir uns aber jetzt nicht craften, oder was? Gravel. Tja, wofür brauchen wir Gravel? Haben wir auch schon mal gemacht, sagt er. Oder hier bei Repair, wa? Breakdown Item, okay. Repair Ribbon, Scrapness. Scrap Lead, okay. Och, wo finde ich denn das Ding? Muss ich, glaube ich, tatsächlich wieder mal in Wiki gucken. Ach, guck mal, hier gibt es ja die Metallframes. Oh Mann. Okay. Ist auch bei Haus, Mann, ich Idiot. So, jetzt frage ich mich, wie ich diesen Frame zu... Hab ich doch gesehen, dass das Hinz und Kunz, alle möglichen Leute haben das. Ich habe das jetzt nicht. Ich meine, nur dieser Frame ist doch nur lange keine Wand. Dazu muss ich doch irgendwas hier ranbauen. Oder ich habe wieder die nötigen Materialien, nicht? Da muss ich wieder ins Wiki gucken. Mann, das ist aber auch hell hier. Haben wir eigentlich noch mehr Holz? Dann könnten wir uns ja noch mehr Frames bauen. Jo, so langsam sollten wir uns dann auch so eine Art Waffenkiste mal einrichten. Oh, was sehen meine getrübten Augen? Ein Hase. Wo ist er? Hallo? Hase? Gut, Hasendings hat sich erledigt. Willst du eine Waffenkiste? Lass uns mal alles, was Waffen ist, hier rausnehmen. Waffen. Waffen und Ausrüstung vielleicht. Da können wir nämlich die Taschenlampe auch noch mit rausnehmen. Ah, guck mal hier. Pistol Book. Special. Ah. Pistol Crafting Dingsbums. Dann gib mal her. Das würde ich mal gerne probieren. Was, jetzt haben wir es in der Hand und das müsste doch, wenn wir es mit rechts anklicken. Ah. Okay, so kriegen wir die Rezepte. So kriegen wir die Rezepte. Dann machen wir uns jetzt mal eine Waffenkiste, oder? Sagen wir mal die rechte hier. Die rechte hier nehmen wir für Waffenzeugs. Waffen- und Ausrüstungsteile, wie sowas hier. Dann sowas. Sowas. Das hier. Ah, Shotgun Shell, cool. Das hier. Das hier. Dann nehmen wir das. Dann machen wir eine extra Lebensmittelkiste. Damit das hier so langsam so ein bisschen Struktur bekommt. Hier den Hammer. Den können wir da noch reinmachen. Da weiß ich auch noch. Ach, sag mal, vielleicht können wir mit diesem Hammer hier arbeiten. Warte mal. Nee, ist eher eine Waffe. Okay. Eher eine Waffe. Den legen wir hier auch mal rein. So. Waffenzeug, Waffenzeug. Ah, Wasser. Okay. Das kommt in die Lebensmittel. Ach, das Zeug hier können wir auch schon wieder braten. So, dann haben wir... Oh,
Dann haben wir hier die Metallkisten. Da kommt Metallzeug rein. Da, das kommt ja auch rein. Dann können wir das... Okay, dann machen wir hier leeres Glas auch noch rein. Haben wir hier noch Metallzeug? Nö. Jo, weiß gar nicht, wen das jetzt hier interessiert, wenn ich hier rum sortiere. Ist ja nicht so interessant für euch wahrscheinlich. So, machen wir die hier als Lebensmittelkiste. Oh, 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 schlag mich tot, ey. Schlag mich tot. Ah, hier haben wir noch eine Waffe. Ein bisschen Metallzeug. Dieses komische Bett ist so hässlich. Lebensmittel sollten da rein. Lebensmittel. Lebensmittel. Okay. Ah, kannst du höchstens auf 8 stacken. Gut. Hm, hallo? So, dann mache ich hier eine Lebensmittelkiste draus. Oh mein Gott, ein Haufen Zeug. Das kommt in die Waffenkiste. Das hier ist so eine Zubehörkiste, würde ich mal sagen. Wa? Hier haben wir noch einen so ein Weiher-Dingsbums. Oh Gott, wie viel Zeug. Mein Inventar ist ja auch schon wieder voll. Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche hier ein bisschen mehr System mit meinen Truhen, wa? Weißt du, dann mache ich nämlich hier... Eine Medizinkiste brauche ich dann auch noch. Oh Gott. Aber die Federn, die können doch hier rein. Genau. Diesen blöden Knochen weiß ich noch nicht genau. Den kann man auch nicht stacken, wa? Nee. Das Wasser nehme ich mal raus. Dann kommt das Zeug hier rein. Das nehme ich raus. Das Zeug kommt da rein. Die Bö... Oh, die lasse ich mal. Diese Patronen kommen da rein. Teile für Waffen, okay. Ölfass würde ich mehr in den Zubehörbereich packen. Die Juckerfrucht können wir jetzt nicht sofort rausnehmen, weil das Inventar schon wieder voll ist. So, dann wieder in die Lebensmittelkiste. Oh, alter Schwede, da haben wir ja ein bisschen was zu sortieren. Meine lieben Freunde, ich glaube, dass mit der Sortiererei hier, das werde ich mal offline machen. Vielleicht, oder? Bin gar nicht so sicher. Na, mal gucken. Also an der Stelle beenden wir erstmal die Folge. Ich gucke jetzt mal ins Wiki, wie ich mir diese komische Zange baue, mit der ich hier das verstärken, mit der ich diese Frames updaten kann, verstärken kann. Gucke ich mal nach und dann vielleicht sortiere ich oder in der nächsten Folge sortiere ich nochmal mit euch zusammen. Bin ich noch gar nicht so sicher, wie ich das mache. Naja, lasst euch überraschen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen Daumen da lassen. Und ich bedanke mich. Und hoffe, dass uns dieses DayZ Let's Play noch bis zum nächsten Frühling, bis die Sonne wieder... Das passt doch eigentlich auch gut dann zum Winterhalbjahr. Ja, es ist noch Sommer. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber eines Tages wird es kalt sein und der Himmel wird grau sein und es werden Blitze niederzucken auf Erden und dann werden wir hier 7 Days to Die weiterspielen. Tschüss!